Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Heute backen wir blitzschnelle Käsemuffins, eignen sich auch optimal für die Jause. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst vermixen wir die Butter mit dem Ei. Jetzt vermischen wir das Mehl mit dem Backpulver und mixen einen kleinen Teil davon dazu. Anschließend mixen wir einen großen Teil von unserer Milch dazu. Nun können wir die restliche Milch und das restliche Mehl ordentlich dazu mixen. Die Gewürze und unsere Kräuter können jetzt auch dazu. Und zum Schluss mixen wir unseren Käse dazu. Unser Muffinblech legen wir jetzt mit den Papierförmchen aus. Circa 3 Viertel voll füllen. Wer möchte, kann die Muffins noch mit etwas Käse oder Oregano bestreuen. Bei 180 Grad Umluft kommen unsere Käsemuffins jetzt für 20 Minuten in das Backrohr. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Video und mein Rezept wieder gefallen hat und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Katrin.